Beim letzten Mal hatten wir quasi zum Ende des Parts Tanz der Trolls. Ob wir heute vielleicht in die Rache der Sams übergehen, da bin ich mal gespannt, denn unsere ersten Maschinen bewegen sich so langsam auf den feindlichen Luftabwehrgürtel zu, gefolgt natürlich von den feindlichen Jägern. Eine höllische Kombination. Wie gut wir uns am Ende dagegen schlagen, werden wir sehen. Ich bin gespannt und würde sagen, wir legen los. Machen wir das. Nun gut, wir sehen das tatsächlich so, die Zeit läuft teilweise gar nicht mehr so ganz in Echtzeit ab manchmal, weil einfach dann, ne, ihr seht jetzt, einfach viel zu viel los ist. Na, ich könnte jetzt ausschalten, dass nicht aufblinkt, welches Radar gerade aktiv ist. Es würde ein bisschen die Performance verbessern, aber tatsächlich finde ich, ist das eine sehr, sehr wichtige Information, einfach um zu wissen, welche Radarstellungen sind jetzt aktuell wirklich aktiv und nerven und was ist einfach nur da. Hier haben wir vom Feind Jäger in der Luft. Wir haben herausgefunden schon mal, dass das entweder F4s oder MiG-29er sind. Ja, da habe ich jetzt vor beiden nicht so diesen Mords Respekt. Gewissen Respekt sollte man natürlich immer haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da in die Hose mache. Unsere Alamo Flights, dafür haben wir ja auch Tanker und die Tanker für die Alamo Flights, die würde ich gerne auch hier mal so hoch verlegen. Die Alamo Flights hier hoch. Hier. Das sind die Peach Flights. Und dann haben wir einen neuen Bogey-Contact, aber ich möchte jetzt erst nochmal die. Das ist einer. Das ist einer. Der ist auch schon hier weiter oben on Station. Das ist gut, dann können wir dort Alamo nämlich betanken. Der neue Air-Contact ist hier drüben. Das ist eine Tomcat. Ja, der Christian hat richtig geschrieben. Man liest gerade aktuell immer mal wieder, dass der Iran die Tomcats, die er hat, wieder fitter machen will, fertig machen möchte. Achso, genau, den hier wollte ich noch sagen. Gehen wir gleich drauf ein. Den hier wollte ich noch sagen bei Weapon Authorization. Hier F4s, F5s. F4 ist schon wieder so ein bisschen schlecht. Ich würde eigentlich den hier gerne sagen, nicht gegen F5s einsetzen, aber dann nimmt er mir die F4 da raus. Ich würde aber eigentlich gerne verhindern, dass der jetzt die MRAMs. Nutzt. Sondern ich würde schon gerne, dass sie die M9s gegen den Gegner verschießen. Okay, sehe ich gerade, kann ich jetzt in dem Fall nicht. Gut, dann kann ich die Mission wieder rückgängig, weil wenn ich die M9s verschieße, dann kommen die und kommen uns die vermutlich. Dann ist das so. Bisschen schade, das sind vermutlich ja nur F5er, ne? Oh ne, F4s. Okay. Gut, dann ergibt Sinn. Stimmt, das ist das alte Radar, das sind die alten F4s. Gucken, ob die Tomcats jetzt versuchen werden, hier unsere Alamo Flights zu bekämpfen. Hier sind angeblich unplotted Kurs. Und hier mal wieder Wegpunkt 2 anfliegen. Ja. Machen sie gerne.
Da nerven sie mich ein wenig mit. Die Alaska Flights haben da irgendwie ziemliche Probleme teilweise mit. Das liegt wahrscheinlich am Tankergedöns. Oh, hier werden erst abgefeuert. Ja, wie löse ich das jetzt am besten? Behalte ich sie ja manuell in der Luft. Ich denke, wir machen das so, dass sie diesen dusseligen Wegpunkt anfliegen können. Die sind ja bereits hier oben. Hoffen wir, dass sie sich jetzt dann wieder fangen. Also auch hier Radaranlagen ausgeschaltet. Und das nicht zu knapp, ne? Also da haben wir jetzt schon wieder... Na, hier versucht der Gegner zu manövrieren, um den Raketen zu entkommen. Die sind aber einfach zu schnell. Na, die sind hier mit 700 Knoten, aber hier sind wir mit 2000 und... Ah, tatsächlich Mist. Das ist immer ganz spannend, wenn wir jetzt mal in die Kalkulation reingucken. Na, POH 95, adjusted for weapon speed 94%, dann hat normal Agilität für Altitude 1,5 und so weiter und so fort. Und am Ende hatten wir jetzt eine Final POH von 83% und wir haben eine 85 gewürfelt. Pech gehabt. Ja, also ist halt einfach so. Worauf ich hinaus sollte, der Christian hat halt gesagt, dass man aktuell wieder darüber spricht, dass der Iran seine F-14er modernisiert. Und das ist immer ein sehr interessantes Streitthema, ist, wie viele Maschinen eigentlich noch flugfähig sind. Während man auf bei eher vorsichtigen Quellen gerne mal so hört, dass man irgendwo mit damit rechnen müsste, dass noch alle, ich möchte nur mal was gucken. Wir lassen sie erstmal machen, aber sollten sie ihren Sprit hier leer verfliegen, dann werden wir mal auch eine von ihren Anti-Radiation Missiles auf die Radare feuern. Es ist also immer ein ganz spannendes Thema. So wirklich wissen tut es halt keiner. Und in einem Punkt sind sich aber eigentlich alle einig, dass die Rahmen halt alle, die Airframes eigentlich alle überlastet sind oder überaltert sind. Dass die einfach ihre Stunden haben, gerade bei der Tomcat. Sie ist ja nun mal einer der Kritikpunkte, ja auch schon bei der Navy war, dass ja nun mal das Ganze sehr wartungsaufwendig ist, zeitaufwendig und dementsprechend war das ja mit einer der Gründe, warum die Maschine nicht länger bei der Navy weiterverfolgt worden ist, das gesamte Konzept. Ich weiß, es ist gerade in Communities, die sich auch mit der Fliegerei immer auseinandersetzen, gibt es da sehr viel Diskussion und jeder darf da seine Meinung haben, welches jetzt das beste Flugzeug der Welt ist.
Ah, solange es nicht mit meiner Meinung deckt. Ja, Spaß beiseite. Also, natürlich hat da jeder andere Meinung. Und das ist auch vollkommen, oder nicht jeder, aber es gibt viele Meinungen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man sollte sich nur immer klar machen, die Leute, die das entschieden haben, dass das so durchgeführt wird, die tun das meistens nicht, weil sie der Meinung sind, wir machen jetzt irgendeinen großen Blödsinn. Es gibt so Geschichten, so wie die Reformer und sowas, die schon auch viel Quatsch fabriziert haben. Ja, ich bin da der Letzte, der sagt, nö. Und da kann man immer wieder nur sagen, das Gute ist aber, dass am Ende des Tages trotzdem Leute, die doch dann Ahnung hatten, entschieden haben, das nicht einfach so hinzunehmen, sondern stattdessen lieber die Konzepte auch umgearbeitet haben und so am Ende eben wie zum Beispiel mit der F-16 aus dem ursprünglichen Konzept, was sicherlich nicht sehr erfolgreich gewesen wäre, wie das, was wir am Ende heutzutage haben. Also im Großen und Ganzen kann man also immer sagen, der Rolf Hilmes hat das in Bezug auf Kampfpanzer so schön gesagt, jede Nation baut den für sich besten Panzer. Und das ist natürlich so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ne? In der allgemeinen Sprache, aber im Grunde ist ja immer so, je nach Kapazitäten einer Nation, technologischen Stand, Doktrin, hat man halt ganz andere Ansprüche und ganz andere Möglichkeiten. Ganz andere Möglichkeiten, Projekte umzusetzen. Und nicht immer ist das dann das Idealprojekt. Nicht immer sagt man dann so, jetzt haben wir das, was wir auf jeden Fall gerne hätten und das ist jetzt auch genauso, wie wir das gerne hätten, sondern manchmal muss man dann halt auch Abstriche machen und hinnehmen, dass das nicht so klappt, wie man sich das ursprünglich gewünscht oder gedacht hätte. Jump to location. Close and resume. Ja, Pause bitte. Das ist jetzt wieder die Phantom feuert und er nicht. Und das könnte jetzt hier schon eine bremsliche Situation werden, wo ich das beinahe nicht glaube, weil wir... glaube ich, können die weg. Wir fliegen denen davon. Die haben zu wenig Energie, hat zu früh gefeuert. Und hat das Ganze am Ende bezahlt. Ah, und hier sehen wir am Ende POH oder PH von 72. Result 30 Treffer. Zerstört. Also die ist weg. Dann haben wir einen neuen Air Contact. F82. Der ist aber schon wieder verschwunden. Vanished. Okay. Okidoki. Genau, das hat hier funktioniert. Die haben wir jetzt tatsächlich abgeschossen. Und hier hat es das nächste Radar erwischt. Malfunction. Passieren, ne? Hier wurde
Genau, hier haben sie eine Tomahawk abgeschossen. Die werden hier auch vermutlich nicht durchkommen. Das sind zu wenige. Aber ist egal. Wir haben schon, wenn wir das jetzt mal, wenn wir das jetzt mal vergleichen, den Luftraumüberblick vom Gegner, den er jetzt hat, und wenn wir jetzt mal überlegen, dass der vorher wirklich hier alles quasi bis hier runter hin im Blick hatte, dann ist das jetzt schon eine ganz andere Hausnummer. Dazu stören wir jetzt. Wir haben jetzt so viele Kontakte hier in der Luft geschaffen. Das ist natürlich extrem für ihn schwierig jetzt auch zu unterscheiden, was ist jetzt hier. Also in echt muss das ja, macht das ja nicht irgendein Computer oder so, der das jetzt hier auswertet und vielleicht auch mehr Informationen hat, als er eigentlich. Ja, die schießen sie ja alle ab. Hier ist noch irgendeine Luftabwehrstellung und die schießt hier wunderschön vom Himmel. So, hier haben wir jetzt einen Hunter. Hunter schicken wir jetzt hier hoch. Alfred gibt Kette. Aber Hunter haben wir jetzt tatsächlich in eine dumme Situation gebracht und die sind auch leider RTB. Alfred hat genug Sprit, dass sie direkt offensiv gehen können. Jetzt nicht, auf wen die das abgesehen haben, aber das ist jetzt schlecht tatsächlich. Moment. Bup, 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 bup. Rivet joint. Boom refueling. Okidoki. Refuel manually. Shell. Exxon. Die hat noch 700 nautische Meilen frei. Wenn die da jetzt so hoch fliegt. Alfred fliegt ihnen entgegen. Das passt. Das passt. Dann halte ich die auch länger in der Luft. Das ist für mich okay. Und plottet Kurs. Die fliegen jetzt auch wieder zu ihrem Wegpunkt 2 zurück. Ja? Das ist ja also so ganz funktioniert das nicht, wie es soll, glaube ich. Also die scheinen es hier irgendwie auf den Tank abgesehen zu haben und lassen unser Flight hier in Ruhe. Unser Hunter Flight. Spannend.
tatsächlich sehr spannend. Würden sie hier direkt eindrehen, aber er hat auch nicht mehr so den guten Luftraumüberblick. Das heißt, es kann sein, dass er hier die zwei jetzt so ein bisschen auf dem Schirm hat, aber nicht identifiziert. Junge, Junge, wenn hier auch nur die Hälfte der Flights ja zu Hause ist, ne, dann mache ich aber drei Kreuze. Na, wir erwarten, hier ist nichts durchgekommen, ist in Ordnung. Kann man mit leben. War ein Versuch wert, war aber Blödsinn. Was heißt Blödsinn, aber war halt nicht sinnvoll umsetzbar, nennen wir es so. Das Lock ist so brauchbar wie Reibekäse. Das kann man sich so richtig in die Haare schmieren. Ich sag jetzt mal, theoretisch könnten die natürlich hier ein paar Arms abfeuern, ne? Das sind ja keine Arms, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Skyguards. Plupp. Generic Skyguard. Das würde mich jetzt schon mal interessieren, was für eine Chance haben wir, dass wir durchkommen. Auto Engage. Theoretisch sind die ja in Reichweite. Ich möchte nur wissen, warum er sagt: Do not fire, automatic fire is not possible. Target is out of range. Das können wir ja. Kumpel, an die Tanker kommst du nicht hier rein. Das ganze knicken. Bevor, wenn du deine Langstreckenwaffen abfeuerst, auf zum Beispiel der Zepper oder so. Bei jedem Moment werden die hier wohl ja 120er ausklinken. Da müssen die sowieso wegdrehen. Gesagt, getan.
Haben wir denn was in der Luft? Hier hätten wir zur Not einen Alaska Flight. Falls die Waffen nicht treffen, weil die Jungs haben dann nur noch ihre Gun. Wir haben hier aber auch noch Albert. Die könnten zur Not auch eingreifen, das ist genug da. Neptune. Alfred. Also das mit dem Dings hier, das gefällt mir nicht. Mit den Patrouillen, die vorweg dann geplant sind, das funktioniert nicht, wie es soll. Vielleicht hätte ich auch, ist das auch jetzt durch den Patch behoben. Die hat nicht viel Zeit gehabt, jetzt zu reagieren. Also da ist der Radar Seeker tatsächlich sehr, sehr spät gefühlt angegangen. Hm, wir werden unsere Drohnen mal wieder ein Stück einziehen, weil ich glaube, die hat er auf dem Schirm und ich glaube, die sollen abgefangen werden. Gib mir hier sehr deine Haus. Die könnten feuern. Automatic. Das ist hier. Wir haben bestimmt kein setzen wir jetzt mal wieder auf Yes für diese Mission, weil ich möchte, dass sie jetzt angreifen. Tun sie aber nicht. Dann mache ich das jetzt in dem Fall anders, weil ich das jetzt ausprobieren will. Unassign. Hierhin. Auto Attack dort. Dann ihre Waffen verfeuern und dann gehen die heim. Das machen wir jetzt noch, dass wir die wenigstens abfeuern. Oder noch hübsches. Das lohnt sich, die Gauntlet. Die nervt nämlich.
Wenn die noch mal umdrehen. Wie geht's hierher? Greif mich an. Schade. Ich würde nicht gerne den hier M120er auch noch was Sinnvolles zu tun geben. Und dann könnten wir hier die Tomcats gleich noch mit beflanken. Aber das Glück haben wir wohl nicht. Ach, Torch. Torch feuert die ersten Jasms ab. Die haben ja noch ein paar, die sind also damit noch eine ganze Weile beschäftigt. Unsere Mauls nähern sich dem Gegner ganz ruhig, gemächlich. Alles gut. Und die Tomahawks fliegen. Rüber zu den Skandinaviern, denke ich mal. Gut. Das können sie tun. Viel Spaß. Naja, aber so im Großen und Ganzen sieht das doch für heute eigentlich auch sehr gut aus. Ja, wir haben jetzt nicht gesehen, wie die Mauls hier Ärger fabrizieren. Aber wir haben jetzt immerhin mal hier ein bisschen was ausprobiert. Dazu ist sowas ja auch gut da. Und am Ende des Tages eventuell behalten wir hier das Flight einfach noch hier, um einfach dann ihre M120er zu verschießen. Hier unten kommt jetzt nochmal eine Situation, da werden wir denen wohl auch ein Flight entgegenschicken. Ja, die Jungs hier, und dann gucken wir mal, was wir sonst noch auftreiben können. Wir haben hier hinten zum Beispiel, wie gesagt, Albert, klar, die haben ihre GBUs, aber die können wir auch. Ansonsten haben wir hier irgendwo bestimmt auch noch ein Alfred Flight, ja, achso, die sind RTB. Also da müssen wir mal gucken. Aber wir werden schon was finden, was wir dann starten lassen können, um hier drüben dem Gegner. Und wenn wir hier einfach ein paar Alaska Flights oder ein Alaska Flight ablösen, hier runterbringen. Da mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Das soll es für heute dann aber auch gewesen sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Herzlich willkommen in der Endcard. Was soll ich euch sagen? Ihr kennt das alles schon. Daumen hoch wäre toll, Daumen runter, auch wenn euch was nicht gefallen hat. Über Kommentare, Kritik als auch Lob freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und wenn ihr möchtet, gibt es hier noch weitere Videos neben mir. Ansonsten, ein Abo wäre super, wenn ihr up to date bleiben wollt, wie immer die Glocke. Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ihr fit und munter und gesund bleibt, auf euch gut aufpasst und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch was, bis denn dann und ciao, ciao.